Medizinmann hier an Bord. Hast du einmal Bauchweh, nicht verzagen, einfach Dr. Schröder fragen. Ich habe in meiner Jugendzeit, als ich noch in der Schule war, also in der Wirtschaftsoberschule zu Dresden, weil nach dem Gebot des Vaters ich halt etwas Richtiges lernen sollte. Das war also genau getrennt durch eine kleine Gasse, diese Schule vom Dresdner Schauspielhaus. Und ich habe dann dort Komparserie gemacht und irgendwann hat das Ganze mich so gefangen genommen, dass es mir Spaß gemacht hat. Und irgendwo war dann ein älterer Schauspieler namens Werner Hessenland, der meinte, junger Mann, Sie haben eigentlich ganz gute Ansätze, so wie Sie sich bewegen und Dings möchten Sie nicht. Also er hat mir das ein bisschen Unterricht erteilt. Die ganze Geschichte wurde dann unterbrochen durch Soldat sein müssen und Kriegsgefangenschaft in Russland. Und wie ich nach Hause kam, ging ich dann im Jahr 1946 in mein erstes Engagement nach Döbeln. Und seitdem übe ich diesen Beruf mit großer Freude und doch auch einigem Erfolg aus und das mit dem größten Vergnügen. Du merkst es ja nicht, Mutter. Aber es ist ja nicht unser, sondern es ist dein Zirkus hier. Deiner allein. Wir dürfen immer nur darin arbeiten und die Schnauzen halten. Nicht einmal einkaufen oder verhandeln lässt du uns allein. Ihr wisst doch, dass ich alles nur für euch tue. Natürlich wissen wir das, Mutter. Aber schau, du nimmst uns ja ganz einfach die Luft weg, wenn du uns nicht allein sorgen lässt. Es ist doch kein Wunder, dass Piero auf und davon geht. Verstehst du denn das nicht? Henny Potten war für uns natürlich damals schon, für uns junge Menschen, eine Legende, logischerweise. Und sie hatte ja auch jahrelang nicht gearbeitet während der Hitlerzeit. Und für uns mit großer Verehrung, sie hat sich Mutter für uns gefühlt, für uns junge Menschen. Und sie war der allererste im Atelier, sie war die allererste in der Schminkraum und sie erwartete, sie hat die Rolle wirklich also auch privat mehr oder weniger weitergeführt. Sie erwartete, dass wenn wir kamen, sie morgens begrüßen kommen in der Garderobe, selbstverständlich als Mama. Und die Disziplin, die sie ausgestrahlt hat, ich meine, wir waren alle in der Zeit natürlich auch durch unsere Militär und sowas an Disziplin gewöhnt. Aber einfach das weiterzutragen, auch in unserem Beruf, was man heute manchmal ein bisschen vermisst unter jungen Menschen, die hoppla, die Polter da einfach herkommen, ich schüttle das alles so aus dem Ärmel. Aber gut, das ist eben einfach so. Aber das ist das, da hat sie uns wirklich als Vorbild vorgelebt. Das muss ich sagen, das ist ein ganz, ganz großer Aspekt. Ich werde diese Frau nie vergessen in meinem Leben. Nie. Oh, Verzeihung. Ja, Sabine. Ja, wo kommen Sie denn her? Die Welt ist wirklich ein Dorf. Ja. Sind Sie schon länger hier? Ja, bei der Gelegenheit kann ich mich gleich bei Ihnen entschuldigen. Sie wollen sich bei mir entschuldigen? Ja, ich hatte schon ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich Ihnen die Reise verpatzt habe. Ach so. Na, wer fährt denn heutzutage schon gern allein nach Italien? Sie zum Beispiel. Oder sind Sie in Begleitung? Nein, ich bin aber auch ein Mann, das ist etwas ganz anderes. Ein Mann findet schon Anschluss, wenn er will. Eine Frau auch, wenn sie will. Sie wollen aber nicht, Sabine. Leider. Also ich muss jetzt wirklich gehen, auf Wiedersehen. Vielleicht am Strand. Ja, ich würde mir da keine übertriebenen Hoffnungen machen. Es war einfach fantastisch, das erste Mal im Leben in Italien sein zu können, wovon man immer schon Berichte gesehen hatte oder irgendwas gelesen hatte darüber. Aber es nun wirklich dann körperlich eigentlich zu erfahren und zu erleben, war schon eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich werde es nie vergessen, dieses Portofino, wo wir zum Teil gedreht haben. Man sagte früher immer, da gibt es einen Duft, da gehst du in die Knie. Ich habe das nie geglaubt, eine Geschichte, die man so daher sagt. Aber es war in der Tat so, in dieser kleinen Bucht, die also wirklich fantastisch und Seltenheitswert besitzt, wenn man da durch Abendluft ging, es war wirklich ein Duft, wo einem die Knie versagten, wo die Knie weich wurden.